Gute und herzlich willkommen zurück hier in der Gesundheitsabteilung vom Büro Nummer 16 in Two Point Hospital. Schön, dass ihr da seid. Ja, nachdem der Beginn von der letzten Folge ein bisschen holprig war, habe ich jetzt nochmal die zwei Stationen verglichen, weil mich das extrem getriggert hat. Und ich habe es angepasst, sogar ein bisschen verbessert, noch ein bisschen aufgehübscht. Ich habe eine Pflanze reingepackt. Und hier eine Pflanze reingepackt. Und ich habe hier die Schwester. Oh je. Maisier Muskler. Guckt euch mal an, was die für Stats hat. Perfekt für die Station, weil wir haben hier auch schon den ersten, der hier. Er guckt sich einfach das Clowns-Poster an. Ich guck's euch an. Er guckt sich es einfach an. Wahnsinn. Der steht nämlich hier schon in der Schlange. Ja, bis jetzt läuft's noch geschmeidig. Was mir gerade auffällt, ich habe keine Toiletten. Die sollte ich wahrscheinlich zeitnah bauen. Das machen wir jetzt auch gleich. Mal gucken, ob wir die noch irgendwie reingequetscht bekommen. Nicht einstellen. Zimmer. Toiletten sind wichtig. So, wir lassen 2 Platz. Können wir das auch? Jawohl, das geht so. Dann passt da unten bestimmt noch was rein. Und dann machen wir den Eingang hier hin. Das wird ein kleines Klo. Dann machen wir hier den Handtrockner hin. Abfalleimer. Ne, erstmal brauchen wir ein Waschbecken. So, und den Abfalleimer packen wir direkt dahin. Tja, ist doch ein nettes, schnuckliges Klo. Und weil wir natürlich auch hier zeigen müssen, wer wir sind, das Clowns-Poster, ne? So, Toiletten haben wir auch. Pausenraum haben wir auch. Guck, was machen sie hier? Er ist auch eine sehr gute Fachkraft. Wir haben natürlich auch Minus gemacht, weil wir extrem viel investiert haben in letzter Zeit. So. Der geht hier in die Station. Er auch. Wir haben 10 Stationsbetten, 4 Fraktionsbetten. Sollte laufen. Er ist hier amüsiert. Wehe, du schmeißt den Müll hin. Oh, er hat eine Bommelmütze auf. Auch lustig. Der Christopher Donner. So, jetzt ist die Frage, ist noch relativ ruhig. Wir haben eine allgemeine Diagnostik, wir haben Arztpraxen, wir brauchen bestimmt noch eine Apotheke, oder? So, und dann wird es schon eng hier, ne? Ich glaube, wir basteln mal hier in die Ecke eine Apotheke rein. So halte ich mal an. Die muss 3 auf 3 sein, ne? Die Frage ist... Und das ist halt richtig verschenkter Platz. Oder wir basteln sie halt hier rein. Die Apotheke. Schauen wir es uns mal an. Und dann kommt man da nicht mehr rum. Ich glaube aber, kleinere Räume gibt es nicht mehr, ne? Die Frage ist, ob ich so eine große Aufnahme brauche. Kann ich die noch irgendwie bearbeiten? Ne? Ich würde gerne... Warum geht es nicht? Guck mal, kriegen wir das so hin? Der geht dann raus und dem ist sein Arbeitsplatz. Ich glaube, das war zu klein. So, Kommando zurück. Jetzt habe ich es verkauft. Schlecht.
Das geht schon mal. Möchtest du? Nein, ich möchte das hier wieder regeln. So. Aufnahmestation. So. Dann brauchen wir noch so eine Klappe, dass die Pause machen können. Und sie kommen einfach nicht mehr raus. Oh no, es ist einfach zu klein. Okay, dann machen wir das anders. Wir ziehen ihn hier um. Ha! Damit die schön zusammenarbeiten können, im Rücken dann die Klappe als Muss-Objekt und die Pflanze schön hier rein. Ein Trinkbrunnen. Nee, macht null Sinn. Machen wir nur eine Pflanze rein. Jawohl. Dann sieht's schnuckelig aus, Leute. So, Ghetto-Plaster. Haben wir hier irgendwo Platz für? Jawohl. Nice. So, dann. No, 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 no. Jetzt machen wir erstmal hier. Zack. Und was ist mit dem Herrn Berg? Warum schwebt er in der Luft? Uppala. Gehen Sie ruhig rein in die Annahme. Sehr schön. Ist jetzt nicht mehr ganz symmetrisch. Moment, kann man das irgendwie. Okay, gut. Es ist, wie es ist. Gut, dann können wir hier die Apotheke hinmachen. So, jetzt, was haben wir jetzt Neues? Wir haben die Portishead entdeckt. Betrifft den Körper und Geist. Einst wurde angenommen, dass es durch Seeluft verursacht wird. Nun steht fest, dass die Krankheit hauptsächlich Personen befällt, die in Portishead leben. Sie brauchen eine Station. Gut, haben wir. Ist die zweite Station auch besetzt? Ja. Bis jetzt läuft's. Also, nochmal weiter. Was ist denn das hier? Posteingang. Temperatur haben wir. Haben wir, haben wir. Gut, dann würde ich gerne noch prophylaktisch eine Apotheke klar machen. So, da wäre es, glaube ich, am cleversten, das so zu arrangieren. Wir brauchen definitiv einen Feuerlöscher. Die Heizung kann ruhig bleiben. Brauchen wir noch was? Nee, ne? Das war's. Eigentlich viel zu großer Raum für die zwei Gegenstände, die da drin waren. Und der Herr Berg fliegt schon wieder durch die Gegend. Aber, Leute, ihr wisst's, auch hier. Zack. Und einen Feuerlöscher haben wir. Machen wir noch ein Fenster rein. Haben wir noch irgendwo ein Fenster? Nee, gibt es nicht. Gibt es nur beim Pausenraum anscheinend. Nö. Okay, gut. Dann lassen wir das so. Apotheke brauchen wir noch nicht. Besetzen wir noch nicht. Oh, Kaputski. So, macht hier denn jemand Pause drin? Nö, ne? Ah, sieh doch. Sieh doch. Ein gefährliches Tier ist dem Zoo von Grockle Bay entlaufen. So, jetzt ist Behörden die haben zugleich Frage, bekannt gegeben, um welche Art machen es wir sich hier eine Weiterbildungsfolge Weiterbildungsstätte handelt rein? es sich um eine 3 Meter große Mischung aus hungrigem Forschung. Tiger und wütendem Nashorn. Ist das nicht toll? Um es zu sehen, müsst ihr im Moment nicht einmal Eintritt zahlen. Uff, das macht ja null Sinn. Ah, doch. Muss mal ein bisschen. Ich würde das gerne. Machen wir einen schönen Leerraum. Letzte Reihe immer ganz wichtig. Das ist natürlich, ich würde die hier vorne tatsächlich wieder wegnehmen.
das sieht ja nicht schön aus. Lass mal ein bisschen arrangieren. Dass es auch ordentlich aussieht. Passen nämlich auch mehr rein. Ich habe zwar noch nicht mal so viele Mitarbeiter, aber gut. Lehrlingstisch. So. Was brauchen wir noch? Ein Fenster hätte ich gern. Dass man auch sehen kann, was abgeht. Eine Heizung. Dass der nicht kalt ist. Was bringt das Rednerpult? Achso, das haben wir ja schon gesetzt. Gut. Das, glaube ich, haben wir auch ganz gut gelöst hier. Dann gucken wir mal, wen wir schicken können. Psychiatrie brauchen wir bis jetzt noch nicht. Weitergebildet 2. Ausdauertraining 6. Ich glaube, das sind ja alle dann von uns, oder? Mechanik, Teilnehmer 4. Ich gucke gerade, was sich lohnt. Mal emotionale Intelligenz. Alle 6 Stück. Okay, ich habe anscheinend 6 Mitarbeiter. Diagnostik 2. Ne, Diagnostik. Nehmen wir den hier. Kurs starten. Haben wir die Weiterbildungsoffensive. Mal gucken, ob wir dafür auch dann Kohle bekommen. Die Station ist natürlich jetzt zu. Ah, da ist jemandem kalt. Aber warum? Weil hier keine Heizung drin ist. Wie gesagt, Herr Röhrich. Die Russen kommen. Oh, das ist vielleicht jetzt schlechtes Beispiel gerade. Wir machen mal hier noch eine hin. Zack. Perfekt. Ah, wir haben eine Nachricht. Lasst uns mal reinlocken. Die WC-Warzen, eine eklige Hautkrankheit, die durch schmutzige Toiletten verursacht wird. Sie kann durch einen teuren Medikamentencocktail aus der Apotheke geheilt werden oder durch Hexerei. Nehmen wir doch Hexerei, oder? Also, in weiser Voraussicht habe ich die Apotheke schon gebaut, noch nicht besetzt. Schauen wir aber gleich. Steht er jetzt an, oder was? Was hat er denn? WC-Warzen. Ja, tatsächlich brauchen wir hier einen Krankenpfleger. Das ist sehr gut. Und einen Arzt brauchen wir auch noch. Was haben Sie? Portishead. Ja. Wo hast du deine Flasche, deine Dose gerade hingesteckt, Freundchen? In deinen Bauch. Oh, er zeigt sogar Daumen nach oben. Ja, sehr schön. Hier, er kriegt den Medikamentencocktail. Wie wär's, wenn du hier. Komm mal her. Geh doch mal da, nach da vorne, genau. So, wir haben hier 2. Ja, oh, wir haben die Topfschmerzen nach einigen Töpfen. Fälschlicherweise ohne Antihaftbeschichtung verkauft wurden, sind mehrere Fälle von Topfschmerzen aufgetreten. Was brauchen wir? Eine Töpferei. Können wir nicht aufnehmen, wir haben keinen Platz dafür, eine Töpferei zu bauen. Wo denn? Wir müssten theoretisch ein neues Grundstück kaufen. Ja, aber dann haben wir kein Geld mehr. Obala, fortfahren bitte. Müssen wir ablehnen. So. Naja, ich denke, das war jetzt nicht so eine spannende Folge heute. Es ist noch ruhig. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Allemal, hier, ich habe gedacht, die Animation wäre irgendwie krasser.
So wie beim Depriminator. Aber gut, vielleicht habe ich es auch verpasst. Nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ihr wisst, wie es läuft. Und wir machen sogar jetzt 6.000 Euro plus. Das ist doch ein super Abschluss für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es euch gut gehen. Wir enjoyen jetzt nochmal kurz die Animation. Und dann sage ich tschüss. Okay, ich glaube, das war's. Dann sag ich tschüss, tschüss.